Anziehungskraft. Ich halte diesen Stein in meinen Händen. Das kann ich nur deshalb tun, weil ich im Bauch einer Frau zu dem gemacht wurde, was ich heute bin. Besser gesagt, diese kleinen Zellen dort haben mich gemacht. Also sind diese Zellen die Ursache meines Daseins. Und somit bin ich jetzt die Ursache dafür, dass der Stein in der Luft gehalten wird. Dies ist die Wirkung, die ich auf den Stein ausübe. Ich halte ihn in meinen Händen. Ich wirke auf ihn. Wenn ich meine Hände jetzt vom Stein entferne, fällt er auf den Boden und schlägt dort vielleicht ein kleines Loch. Somit bin ich die Ursache dafür, dass der Stein zu Boden fällt und das Fallen des Steins die Wirkung, die sich daraus ergibt. Aber jetzt ist der Stein die Ursache für das Loch im Boden und das Loch ist die Wirkung seines Aufpralls. Nichts kann ohne Ursache geschehen und es kann ohne eine davor existierende Ursache keine weitere Ursache geben. Es ist eine unendliche Kette von Ursachen, wobei jede davon etwas bewirkt, das wiederum zu einer Ursache für ein weiteres Geschehen wird. Und so funktioniert meiner Meinung nach ausnahmslos alles in diesem Universum. Bei allem, was nicht mit einer Ursache in Verbindung gebracht wird oder werden kann, ist es fraglich, ob es stimmt oder nicht. Nebenbei eine Bemerkung. Wenn jedes Geschehen eine Ursache voraussetzt, dann heißt dies, dass wir Menschen nichts und absolut nichts bestimmen können. Wir sind die Wirkung von Ursachen aus unserer Vergangenheit. Und unsere Zukunft ist eine Wirkung der Ursachen, die sich heute um uns ergeben. Es scheint uns nur möglich, Entscheidungen treffen zu können, weil es zu jeder Zeit parallel viele verschiedene Ursachen gibt. Doch alle zusammen bilden eine gemeinsame Grundursache der jeweiligen Zeit oder des jeweiligen Moments. Zurück zu dem Stein, der auf den Boden gefallen ist. Warum fällt er zu Boden, nachdem ich ihn aus den Händen gelassen habe? Eine Antwort wie die Anziehungskraft oder Gravitation, wie man das in der Physik kennt. Eine Erklärung, die von Leuten wie Aristoteles, Muhammad ibn Musa, Al-Hazem, Al-Khazini, Galilei, Hooke, Isaac Newton, Fatio, Le Sage und zuletzt Einstein stammt und die sich bei den Menschen eingebürgert hat, stellt mich wirklich überhaupt nicht zufrieden. Denn es fehlt die Ursache. Anziehungskraft, Gravitation, Kraft oder Energie sind einfach nur Wörter für diese Phänomene. Mag es sich als praktisch und nützlich erwiesen haben, in der Raumfahrt oder sonst wo, eine Erklärung fehlt trotzdem. Ich habe eine Erklärung für das Jahr 4500, nach Christus natürlich. Die muss zuerst gründlich mehrmals bewiesen, anerkannt und akzeptiert werden. So geht es. Sehen wir uns einen Taucher an. Je tiefer er in das Wasser taucht, umso mehr Druck lastet auf seinem Körper, ausgehend von der Menge des Wassers über ihm. Und ebenso auf der Erde. Auch hier lastet ein Druck auf uns, der von der Luft über uns ausgeübt wird. Er ist zwar nicht so groß wie im Wasser, aber er reicht aus, um uns am Boden zu halten. Ein Kosmonaut schwebt einfach so da oben. Über ihm sind weder Wasser noch Luft. Und dennoch gibt es dort oben eine Masse, die auf den Kosmonauten und gleichzeitig auch auf die Luft und das Wasser Druck ausübt und die darüber hinaus dafür sorgt, dass die Erde sowohl um ihre eigene Achse als auch um die Sonne rotiert. Diese Masse ist die Masse, die von der Sonne ausgeht. Sie verläuft in alle Richtungen durch das gesamte Sonnensystem, stößt auf Masse, die von benachbarten Sternen ausgeht, wird zurückgestoßen und füllt das gesamte Sonnensystem aus. Da die Sonne aber permanent immer mehr Masse von sich in den Raum pumpt, muss irgendwo eine Ansammlung dieser Masse stattfinden, wodurch eine Dichte entsteht. So haben wir Planeten. Die Sonne hört nicht auf. Sie pumpt und pumpt Masse in den Raum. Und die Masse, die sich bereits im Raum befindet, muss sich bewegen. So auch die Planeten. Der Grund, warum die Sonne nicht auf einen Schlag ihre gesamte Masse in den Raum abgibt, sozusagen explodiert, besteht darin, dass sie selbst einem Gegendruck unterliegt, weil ihre eigene Masse durch die Masse der benachbarten Sterne zurückgestoßen wird. Und das bedeutet für uns Menschen Zeit. Zeit, um hier in diesem Sonnensystem leben zu können. Mehr über dieses Thema finden Sie auf meiner Website www.toni-all.com unter dem Titel Raum und Materie.